Freunde, ich wollte Ihnen heute mal etwas über die aktuelle Situation bei Pico im Hinblick auf die Lieferzeiten erzählen. Heute bekommen wir den zweiten Container, oder der soll jetzt gleich kommen, wir warten jetzt gerade darauf, von 4 Containern, die innerhalb von 10 Tagen bei uns ankommen. Früher waren die Containerlaufzeiten so 35 bis 40 Tage maximal. Mittlerweile sind die Laufzeiten auf bis zu 110 Tage gestiegen. Das heißt also, die Produktion, die wir im März fertig gemacht haben, die im April rausgegangen ist, Mai, Juni, Juli, August, ist jetzt im August angekommen. Dann wundert es eigentlich niemanden, dass weder Ihr Händler noch wir die entsprechende Ware haben. Die Fertigung in China läuft auf vollen Kapazität. Wir haben dieses Jahr einen Ausstoß in China, der um 35% höher ist als das letzte Jahr. Und das letzte Jahr haben wir schon ungefähr 20 bis 25% mehr gemacht. Das heißt also, Sie sehen daran oder können daran ablesen, dass wir wirklich viel Ware produzieren. Die Ware ist hervorragend, hohe Qualität, hohe Detailtreue, tolle Neuheiten, aber sie sind nicht da. Und heute bekommen wir eben jetzt einen Container und das wollen wir uns mal gleich anschauen. In dem sind eine ganze Reihe von Neuheiten da. Und wir haben diese Woche auch eine Neuheitenauslieferung gemacht an die deutschen Fachhändler. Jetzt ist Ende August. Gehen Sie mal zu dem Fachhändler und schauen mal, was der jetzt alles an Neuheiten schon auf Lager hat von uns. Aber im September kommt dann der richtig große Schwung. So, und ist auch alles seine richtige Ordnung und Sauberkeit hat, wenn die Container nochmal durchgekehrt. Liebe Pico-Fans, nachdem ich Ihnen nun ein bisschen was über die Containeranlieferung gezeigt und gesagt habe, habe ich mir gedacht, gehen wir jetzt nochmal kurz in die Produktion und ich will Ihnen noch ein paar andere Dinge erzählen. Neben den Lieferproblemen haben wir auch die Chip-Probleme und neben mir steht
so ein Exemplar, was hier erheblich von den Chip-Problemen betroffen ist, unser gläserner Zug für den G-Bereich, auf den ja viele von Ihnen schon seit langem warten. Es ist eine schlichte Katastrophe, aber ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen, im September die Soundversion auszuliefern und dass sie dann noch vor dem Schnee in Ihrem Garten fahren kann. Ein weiteres Problem oder vielmehr neben diesen Problemen, neben den Containerproblemen, gibt es eine gute Nachricht, dass wir in Pico Chashan unter Volllast arbeiten. Wir haben dieses Jahr dort einen Ausstoß, der um 35% über dem Vorjahr liegt. Und letztes Jahr hatten wir schon eine Steigerung von ca. 20%. Also wir bekommen eigentlich genug Ware und das meiste der Ware schwimmt. Wir haben diesen Monat jetzt zwei Container schon bekommen. Einen haben Sie beim Entladen beobachten können. Zwei andere kommen in der ersten September oder ersten und zweiten Septemberwoche. Und wir werden jetzt Anfang September noch eine sogenannte Neuheitenauslieferung für Sie machen. Bitte gehen Sie so ab Mitte des Monats mal zu Ihrem Fachhändler und schauen, was da alles von uns angekommen ist. Es ist sehr viel Ware da, es sind sehr viele Neuheiten da. Und ich glaube, Sie werden begeistert sein von den Produkten, die wir Ihnen dann liefern können. Gut, neben den Lieferproblemen, neben den Chip-Problemen, haben wir auch noch ein gewisses Preisproblem. Wir mussten zum 1. August unsere Preise anheben. Und ja, das ließ sich letztendlich nicht vermeiden aufgrund der gestiegenen Transportkosten, der gestiegenen Energiekosten, der gestiegenen Lohnkosten und alles. Gut, wird Sie nicht verwundern, wir haben es versucht, relativ moderat zu halten. Ich glaube, wir haben 5% erhöht. Und eine Geschichte sollten Sie wissen, alle Bestellungen Ihrer Fachhändler, die bei uns vor dem August eingegangen sind, werden wir noch zu den alten Preisen ausliefern. Also für die bereits bestellten Artikel brauchen Sie keine Angst haben. Da sollte es eigentlich keine Preiserhöhung geben. Das ist eine Geschichte. Gut, dann vielleicht noch ein paar andere Geschichten bezüglich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit von Pico. Wir versuchen, eine nachhaltige Firma zu werden. Dafür haben wir vor 2 Jahren bereits sehr viel investiert. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf das Dach hier in der Fertigung gesetzt mit 750 kWh. Also das ist richtig kräftig. Leistung, was da rauskommt. Dieses Jahr kommt natürlich bei der vielen Sonne kommt natürlich besonders viel raus. Und eigentlich könnten wir, wenn die Sonne den ganzen Tag scheint, unseren gesamten Elektrobedarf, den gesamten Strombedarf mit unserer Anlage abdecken. Sonne scheint aber nicht immer. Gut, dieses Jahr ein bisschen mehr als sonst. Und deshalb müssen wir natürlich auch versuchen, etwas zuzukaufen an Strom. Aber wir können auch in das Netz einspeisen. Ein weiterer Punkt ist, wir werden weiterhin viel investieren. Wir werden versuchen, unsere Gaszentralheizung hier in der Fertigung auf Öl umzustellen. Wir werden, gut, hier in der Fertigung haben wir schon überall LED-Lampen installiert. Es gibt noch ein paar Bereiche, wo wir das noch tun werden. Auch in der Verwaltung werden wir es machen. Wir werden neue Fenster einbauen. Wir werden eine ganze Reihe von Dingen investieren, um eben der Energiekrise etwas zu trotzen. Wir haben auch eine Taskforce eingesetzt von Mitarbeitern, die sich speziell darum kümmern, wo können wir denn überall Strom sparen, Energie sparen. Und das sind so ganz leichte Dinge wie Pressluft. Da gibt es dann irgendwo ein bisschen ein kleines Loch und da strömt dann den ganzen Tag Luft aus. Kostet enorm viel Energie, aber man muss sich halt darum kümmern. Gut, dann vielleicht noch eine Geschichte fürs nächste Jahr. Was gibt es für 2023 noch an interessanten Dingen? Das Jahr beginnt ja normalerweise so Ende Januar, Anfang Februar mit der Spielwarenmesse. Man hat uns angekündigt, dass man auf der Spielwarenmesse für den Modellbahnbereich an 2 Tagen, nämlich am Wochenende, die Spielwarenmesse
für das Publikum öffnen möchte. Eine Geschichte, die wir vor über 10 Jahren, glaube ich, schon mal intensiv betrieben haben. Wir wollten unsere Besucher auf die Messe lassen. Das hat man von der Messe dann wieder unterbunden. Wir mussten sogar mit einstweiliger Verfügung unsere geladenen Kunden auf die Messe bekommen. Hat dann letztendlich doch geklappt, ohne dass es große Probleme gab. Aber in den Folgejahren hat man dann die Messe selber aufgemacht, hat die Messe selber die Messehalle für Endverbraucher aufgemacht. Es kam eigentlich kaum jemand. Diese Erfahrung und auch unsere Einschätzung vom Markt hat uns dazu bewogen, dass wir jetzt nach 2 Jahren keine Spielwarenmesse ein drittes Jahr in 2023 machen werden, wo wir nicht auf der Spielwarenmesse ausstellen werden. Wir glauben, dass die Messe dort nicht so sehr interessant für unsere Kunden ist. Wir stellen leider auch fest, dass immer weniger Fachhändler auf die Messe kommen. Insofern lohnt sich das eigentlich nicht. Mittlerweile, da ich diese Information schon über einen Rundbrief rausgegeben habe, gab es da etwas negative Reaktionen von Seiten der Spielwarenmesse. Und man hat gemeint, ich würde sagen, wir kommen nie mehr auf die Spielwarenmesse. Das ist natürlich falsch. Das habe ich weder gesagt, noch habe ich das intendiert, sondern wir wollen uns das nächstes Jahr nochmal anschauen. Aber bitte denken Sie daran, wenn Sie meinen, dahin gehen zu wollen, gerne, ist bestimmt interessant. Bitte aber nicht enttäuscht sein, wenn wir nicht zu sehen sind. Wir werden erst dann auf 2 weiteren Messen, nämlich einmal in Mannheim, glaube ich, Endverbrauchermesse, im März in Mannheim und im April auf der Intermodellbau in Dortmund werden wir ausstellen. Für Sie vielleicht auch interessanter, weil da natürlich im Gegensatz zur Spielwarenmesse eben auch kleine oder Kleinsthersteller sind, die einfach mal ganz interessant sind zu sehen, was die denn so anbieten. Also bitte nicht verwundert sein, wenn wir dort nicht auftauchen. Ein anderes Thema zur Nachhaltigkeit: Kataloge 2023. Wir haben uns lange überlegt, was wir da machen können. Und wir haben uns entschieden, wir werden nächstes Jahr keinen vollen Katalog mit 450 Seiten für H0 und auch keinen für die Gartenbahn rausbringen. Wir werden dadurch sehr viel Papier sparen, wir werden sehr viele Bäume sparen dadurch. Aber wir werden einen Katalog in digitaler Form rausbringen und es gibt entsprechende Neuheitenblätter dafür. Das heißt also, Sie können Ihren alten Katalog als Basisinformation nehmen, besorgen sich ein kostenloses Neuheitenblatt, was wir vielleicht ein bisschen umfangreicher machen, um auf die Neuheiten, also die Formneuheiten ganz speziell hinzuweisen. Aber wir glauben, dass diese Information eigentlich ausreichend ist. Wir werden dann vermutlich in den 2-Jahres-Rhythmus gehen und dann ab 2024 wieder mit einem vollen Katalog kommen. 2024 wird ja dann auch hoffentlich das Jubiläum 75 Jahre Pico sein und damit kommt das dann wieder in den guten Rhythmus rein. Für TT und N gibt es Kataloge nächstes Jahr, die natürlich deutlich weniger umfangreich sind. Aber da lohnt es sich nicht für 2 oder 3 oder 4 Druckvarianten oder eine Neuheit, eine Formneuheit, nur einen Prospekt, einen Neuheitenprospekt zu machen. Da machen wir wieder einen kompletten Katalog. Ist also nicht so umfangreich. Gut. Ja, dann vielleicht zum Schluss noch. Lassen Sie sich von der derzeitigen, sicher sehr schwierigen Situation in Deutschland mit Preissteigerung, mit Corona und dem allen, lassen Sie sich dazu nicht allzu sehr beeinflussen in Ihrem Hobby. Freuen Sie sich an Ihrem Hobby, spielen Sie weiterhin mit der Modellbahn, sammeln Sie, gehen Sie zu Ihrem Fachhändler, schauen Sie, was es Neues gibt. Es gibt viel Neues von uns. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren einen Qualitätsstand und Detaillierungsstand erreicht, der vielen von Ihnen Freude macht. Wenn ich so die Berichte in den Fachzeitschriften lese, dann muss ich sagen, bin ich immer
wirklich begeistert und schreibe meinen Mitarbeitern immer: Toll, habt ihr richtig gut gemacht. Also schauen Sie zu Ihrem Fachhändler, gucken sich die Neuheiten an und Sie werden begeistert sein über das, was wir Ihnen bieten können. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Herbst wünschen, ein gutes Modellbahn-Endjahr, viel Spaß, um in den Herbst zu kommen. Wir werden uns sicherlich vielleicht noch in einem anderen V-Blog sehen. Vielleicht gehe ich noch mal nach China dieses Jahr, weiß ich noch nicht. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch, schöne Zeit und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, viel Spaß mit Pico Modellbahnen.